Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum The Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir sowas von krank abgesahnt. Das ist ja unfassbar einfach nur gewesen. Also guckt euch mal unseren neuen Itemstand einfach an. Das ist insane. Richtig insane. So, mit dem Greifenmantel können wir jetzt auch viele neue Orte erreichen, die wir vorher so gar nicht erreichen konnten. Und gucken wir mal, was wir heute noch so ausfindig machen in dieser Folge. So, da geht's auf jeden Fall auch runter. In den Tyloria-Wald müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Geheime Welt von Tabanda. Okay, da haben wir jetzt auch zwei von. Ja, ich muss halt eher mal mit irgendjemandem vereinen, oder? Ha. Naja, vielleicht könnt ihr mir dann nochmal Tipps geben, mit wem ich die goldenen Amulette vereine. Und ob ich jetzt viel zu viele habe. Oder wie das allgemein ist. So, warte mal. Hier. Hier bin ich jetzt auch schon. Ah, guck mal. Hier war ich noch nicht. Auf der Weide. Hier kann ich mich klein machen. So, was haben wir denn hier? Ah, das geht doch, oder? Kann ich das machen? Warum kann ich das noch nicht machen? Brauche ich da erst eine Fähigkeit für Split? Da brauche ich bestimmt die Split-Fähigkeit. Oder? I don't know. Also mit den Kuhn konnte... Kühen? Mit den Kuhn. Mit den Kuhn, ja. Den Kuhn. Konnte man sich auch fusionieren. Nur ich kann das halt noch nicht. Okay, was ist hier? Oh ja. Infobiene. Wahnsinn. Mano! Okay. Hier kann ich rein. Aber wo soll denn der Schlüssel sein? Die haben die ganze Zeit gesagt, hier ist irgendein Schlüssel, der fehlt. Aber hier ist ja überhaupt nichts. Okay. Ist irgendwas schiefgelaufen? I don't know. So, okay. Dann hier ist nichts weiter. Hier sind wir fertig. Jo. Sehr schön. Dann Haljasee. Hier waren wir ja dann überall. Ich bin gerade im Überlegen. Ich kann ja jetzt mit dem Greifenmantel theoretisch von Plattform zu Plattform fliegen. Möglicherweise. Aua. Na, hier wird das nichts. Warte mal. Kann ich da irgendwie so rüber? Guck mal, das geht doch, das geht doch, das geht doch. Und dann kann ich da rüben rein und graben. So, zack. Zack. Nein. Na, wenn ich gut bin. Wenn ich gut bin. Oh. Menno, bin ich gut. Das hätte geklappt. Ich bin nur zu doof zum Abspringen. Mann! Konzentration, Link. Konzentration, Link. Jo, das geht. Okay. Nein, nein, nein. Nein! Ich wollte das doch gar nicht. Abbrechen. So. Und graben. Herzchen. Geilo. So, rein da. Oh, das ist groß. Da gibt es ein bisschen was, oder? Jo. Herzchen, okay. Oh ja, ein Herzteil, sehr schön. Da ist nix. Große Geldbörse, sehr gut. 300 Rubine. Das ist was wert. So, der ist auch down. 5 Rubine nehme ich mit. Ah, ist bestimmt wieder so eine Wand, oder? Ja. Aber hier kann ich nichts machen. Also das ist ja schon passiert mit dem Vereinen. Ihr habt euch auch gewünscht, beim nächsten Mal soll ich es auf jeden Fall machen, dass alle Juwelen noch, dass ich überall noch vereinen muss. Können wir beim nächsten Mal wieder machen. Da bin ich in dem Game drinne so ein bisschen. So ein bisschen wenigstens. Dann wird das vielleicht was. Schauen wir mal. Was wird? Haha.
So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier komme ich wieder raus. Wo bin ich dann? Ah, okay. Gibt aber nur ein Herzchen. Nehme ich trotzdem mal mit. So. Da geht's weiter mit Schatzkisten, oder? Jo. Sela Wasserfall. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist richtig, so wie ich es mache. Ja, Geld. Oh ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt haben wir 300 Rubine voll. Aber ich glaube, im Laden können wir uns jetzt was leisten, oder? Das sollte möglich sein. Eine Flasche mit Milch? Nein. Ja, London-Milch, halb voll. Und roter Typ. Wir haben Flaschen. Sehr, sehr schön. Kann ich da Wasser reinfüllen in solche Flaschen? Einfach so Wasser? Weil wir hatten im letzten Part das Problem, dass in dem einen Kamin Feuer gebrannt hat. Vielleicht kann ich einfach Wasser reinfüllen und den dann ausmachen. Eieieiei, vielleicht geht das. So, jetzt haben wir noch die rechte Seite vor uns, ne? Alter, hier gibt's ja richtig was zu holen. Heilige Scheiße. Ah, das ging ins Leere, das Geld. Schade. Okay, jetzt hier geht's noch raus. Und hier wieder rein. Oh Gott, noch mehr Höhle. Alter Walter. Ah, da komme ich auch wieder an so eine Wand, wo ich vereinen kann, oder? Nö, doch nicht. Hätte ich jetzt vermutet, aber nee. Okay, wo geht's hier hoch? Jo, eine Bohnenranke. Und die ist schon aktiv. Geil. Mal gucken. Hä, wie cool das aussieht. Oh. Mann. Aber ein Herzcontainer. Herzcontainer nehmen wir mit. Let's go. Wieder ein bisschen stärker geworden. Geht's hier weiter? Nee. Sehr schön. Ja, läuft doch, oder? Haben wir wieder ein bisschen was bekommen? Das gefällt mir. So, ich glaube, wir sind hier fertig. Ich würde mich mal zurückporten in die Stadt einfach. So, und gebt mal ein bisschen Geld aus. Na, 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 na. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Der hat doch ein Herzteil, ne? Das kostet 300 Rubine? Jo, nehmen wir mit. So, ihr habt schon gesagt, der Schmetterling macht, dass wir schneller graben können, ne? Wenn ich jetzt raus und reingehe, hat er ein neues Item? Nö, schade. Okay, zumindest unser Geld erstmal wieder auf Null gemacht. Das ist gut. Finde ich zumindest. So, wir können jetzt fliegen. Nein. Das wollte ich nicht. So, zack. Halt auch einfach Kraftarmband und Klettering jetzt. Sehr, sehr geil. Boah, wir können jetzt, glaube ich, gut was machen. So, lass mal gucken. Hier komme ich nicht rüber, aber hier, ne? Jo. Wenn ich mich jetzt klein mache, kann ich dann den Greifenmantel auch benutzen? Das ist meine Frage gerade. Nee, kann ich nicht. Mist. Schade. Ich dachte, ich kann den auch im kleinen Modus benutzen, aber das funktioniert nicht. Okay, aber dann sind wir hier erstmal wieder fertig. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Tyloria-Wald. Zu den Meinisch. Waldmeinisch. Hier müssen wir auch noch lang. Hier war doch auch irgendwo eine Schatzkiste, ne? Wenn ich hier rechts rausgehe. Genau, da war nämlich auch noch nicht. 20 Rubine, ja, nehmen wir mit. Dann theoretisch könnte ich hier mal eine Bombe legen. Einfach um einen Shortcut zu aktivieren.
So, der bringt doch Kohle hier, ne? Nehme ich mir noch ein bisschen was mit wieder. Ein Huni. Oh, ist auch eine Bohnenranke. Let's go! Wie geil. Es ist so cool. Okay. Ah, okay. Zweiter Greifenmandel. Ja. Und 5 Bomben. Gut, bringt mir jetzt leider alles nichts. Schade. Hallo? Jetzt. So, erstmal einen Schluck Kaffee. So. Da kann ich was wegsprengen. Würde sagen, das mache ich gleich mal. Also wir haben auf jeden Fall gut was zu tun, denke ich. Aktuell wird es nicht langweilig. 10 Bomben. Naja, gut. Kann ich auch was wegsprengen? Und da komme ich auch zu einem kleinen Meinisch. So, hi. Aus der Bohne ist ein großer Baum gewachsen, wo er wohl hinführt. Okay. Also mit dem hätte ich wahrscheinlich vereint und dann wäre eben so eine Bohnenranke entstanden. Vielleicht war ich da auch schon. Yay! Okay, was haben wir hier noch? Okay, alles klar. Der Kreis schließt sich langsam. So, jetzt geht's doch hier. Hier geht's auch wieder in den Tyloria-Wald. Genau. Schwimmen kann ich auch. Das heißt, von hier aus kommen wir auch weiter. Machen wir jetzt überall so kleine Shortcuts mittlerweile. Das gefällt mir ganz gut. Jawohl! Und Palast des Windes. Kleine Schlüssel sind gut. Ja, das ist hier wahrscheinlich, ne? Viele gibt's da. Oh Gott, da gibt's 6 Stück. Uiuiuiui. Okay, da muss ich mich klein machen. Ah, guck mal hier. Träger des heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Sehr schön. Ein weiterer Teleport-Dings. Sehr gut. Hier kann ich mich klein machen. Hi. Coole Kleidung und eine komische Mütze. Ich sehe keine coole Kleidung, aber gut. Du bist vielleicht der Mensch Link, der das Erdelement gefunden hat. Es ist also wahr, ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Itemfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Palast des Windes. Nehm mal mit. Geilo. Ja, okay. Immer schön mit den Leuten reden. Kann immer was bringen, ne? So. Was haben wir denn hier Schönes? Eis. Warum drücke ich das immer? Ich nehme mal das dazu. Oh Mann, ist das nervig. Ich glaube, ich hätte gerne jetzt ein paar Pfeile. Was? Warum rutsche ich so krank? Weil es Eis ist. Oh, das ist ja übertrieben. Wahnsinn. Oh Gott. Okay, haben wir geschafft. Herzteil, sehr schön. Okay, es gibt ja noch ein paar andere Eingänge. So, sehr schön. Jetzt kann ich das auch benutzen als Kleiner, aber halt nicht in der Overworld, ne? Palast des Windes. Ich sehe hier deutliche Abzeichnungen, wo ich vielleicht hin soll. Ich weiß nicht. So, und dann hier nochmal. Hallo, hallo. Dunkles Schloss Hyrule. Das müsste dann wieder das sein. Okay. Ist klar. Jetzt aktuell super viele Schlüssel einfach, ne? Was ist da los?
Okay, haben wir das hier auch alles abgeschlossen? Sehr, sehr geil. Es läuft. Okay, hier kommen wir wieder zu dem Meinisch. Zu dem Waldmeinisch, aber hier wollte ich auch hin. Ja, mit dem kann ich nicht reden. Da brauche ich immer noch die Quatschfrucht. Ja, sobald wir die Quatschfrucht haben, kann ich ja auch in den ersten Tempel rein, ne? Glaube ich. Das wäre ja auch ganz cool, wenn das klappen würde. Hier ist gar nichts. Hier irgendwo was? Hier geht's irgendwo hin? Oder auch nicht? Schade. So, vielleicht geht's hier aber irgendwo hin. Guck mal, hier geht's irgendwo hoch. Ah, so. Was haben wir hier? Hi. Erstaunlich, dass du das hier gefunden hast. Ich bekomme fast nie Besuch. Toll. Arme Kerl. Aber bekommen habe ich auch nichts. Hat sich doch nicht so krass über seinen Besuch gefreut. Nicht mal eine Tasse Tee hat er mir angeboten. Traurig. Okay, hier ist weiter nichts. Also hier brauche ich wirklich erst die Quatschfrucht, dann kann ich hier weitermachen. Aber trotzdem, wir kommen gut voran. Wir haben noch einiges offen, auf jeden Fall an Gebieten, wo ich sagen kann, hier, yo, hier geht's noch weiter, hier geht's noch weiter. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. So. Ja, schwimmen können wir jetzt eh. Was war hier? Haben wir schon. Ja, dann hätte ich wirklich gesagt, das ist alles hier soweit abgeschlossen, bis auf Tempel. Bis auf den Tempel. Hier können wir jetzt auch lang. Hier war ich aber schon. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Und hier geht's ja dann sowieso ins Dorf. Ne, warte mal. Hey, komme ich in den Tempel rein? Ich komme einfach in den Tempel rein. Ich bin ja ein mieser Cheater. Ha! Frage ist, wie weit komme ich hier? Wie viele Schüssel gibt's hier? Hier gibt's auch 4 Stück. Okay, ich mach mal so weit es geht. Ja, hier brauche ich auch den Büsterich als Item. Okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben halt keine kleinen Schlüssel, nix, ne? Ja, da geht's schon los. Zack, zack. Hier kommt wahrscheinlich der erste kleine Schlüssel normalerweise und das ist wahrscheinlich ein random Item. Tor des Windes. Tor des Windes? Was ist denn das Tor des Windes? Ist das einer von denen hier? Oder das hier? Shit, ich weiß nicht, was das Tor des Windes ist, Leute. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, damit ich dann weiß, wo ich den setzen muss. Oder ist das hier? Hießen die anderen auch Tor des Windes? Nee, Quatsch. Tor des Windes. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was das für ein Schlüssel ist. Ich aktiviere den erstmal da. Okay, ich aktiviere den erstmal da und hoffe, dass der vielleicht richtig ist. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn der dort falsch ist. Also, natürlich kann man nicht sagen, ob das jetzt da richtig ist oder nicht, weil man weiß ja nicht, wozu der gehört, der eine Schlüssel da. Sind halt 3 Stück. I don't know. Aber ich aktiviere den einfach mal da. Okay, ich könnte zwar in den Dungeon, aber ich habe keine Schlüssel. Also, wir brauchen Schlüssel für den Dungeon. Der Part ist gleich schon wieder rum. Ach man. Oh gut, ich würde für mich jetzt einfach den Wald noch abschließen. Und dann gehen wir im nächsten Part vielleicht mal Richtung Westen. Und gucken mal, was wir da so machen können. Weil wir haben jetzt auch das Kraftarmband, wir haben den Kletterring. Da können wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen was machen. So, was ist hier oben noch? Okay, da muss ich mich auch klein machen. Aber komme ich da als... Warte mal. Ne, hier komme ich nicht durch. Es sei denn, wenn ich das wegmache, komme ich dann da durch? Ist wieder da, wenn ich... Ja, da komme ich nicht durch, ne?
Okay. Da muss ich eine andere Möglichkeit finden, mich oben klein zu machen. Ich glaube, da ist auch ein Baum, aber da brauche ich wieder die Pegasus-Stiefel. Na, das war, glaube ich, hier so. Oder? Oder ist hier irgendwo was anderes zum Kleinmachen? Aktuell sehe ich nichts. Hier ist ein Goldener. Da muss ich dann den ganzen Weg von da oben runterrennen? Ne, hier ist dann nichts mehr. Hä? Warte mal, hier war doch gar nichts zum Kleinen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Wie mache ich das denn? Kann ich mich hier irgendwo klein machen? Hier ja auch überall nicht. Nö. Hä? Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Na gut. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir erstmal Richtung Westen. Der Wald ist erstmal für mich abgeschlossen. Und wir haben eigentlich einen ganz guten Status aktuell, finde ich zumindest. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal zu The Minish Cap Randomizer. Und dann geht's einfach mal Richtung links, würde ich sagen. Also hier so lang. Ne, da haben wir auch schon was zum Aufsprengen. Kommen wir hier so lang. Da gibt's ordentlich was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.